Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Wir spielen mit dem Livestream-Charakter weiter. Da haben wir einen großgezogenen in letzter Zeit und da bin ich jetzt kurz vor Schwarzes Loch. Ich hatte nämlich eine Aufnahme, wo mit dem Patch, ich kann es gerade nicht lesen, Y oder L, was war es jetzt? Bin ich sehr gut, denke ich, kann es gar nicht lesen. Hä, ist es so unscharf gewesen? L ist es, genau. Ja, L. Gibt es einfach Bugs, man kann die Echos manchmal nicht mehr abschließen. Und das muss zuerst gefixt werden. Deshalb war der andere Part echt schlecht. Ich konnte eigentlich gar nichts erreichen, musste das Level immer wieder neu starten. Jo. Und jetzt haben wir es einfach beendet, kurz vor dem Level. Und jetzt haben wir dann, haben wir schon das Level. Genau. So, für Schwarzes Loch hier. Schwarzes Loch mit Teleportieren auswechseln. Und hier scheinbar doch zuerst hoch, weil das nur zwei Punkte sind. Dafür viel weniger abklingend seid. So, jetzt. Dann eigentlich direkt zum Meteor. Das haben wir geschafft in ein paar Levels. Geht ja sehr schnell. So. Und ja, ihr seht es vielleicht noch, wenn ihr am Ende vom Livestream oder das Video schaut. Aufzeichnungen für den Livestreams. Dass es noch ein bisschen schleppend ging und das habe ich mit ein paar Sachen ein bisschen gefixt. Jetzt hat man auch hier den Energy Shield Bonus. Läuft sehr gut. Man ist natürlich nicht so schnell wie so besonders gute Builds. Aber dennoch machen wir unheimlich viel Schaden. So. Also wie machen wir jetzt das? Das Ding Meteor mache ich hier hin. Jetzt müssen wir kurz warten, bis Meteor doch wieder da. Und dann wird es. Ja, genau. Sieht es so richtig fest. Die Gegner rein. Wunderbar. Ja, außerdem ging es mir nicht so gut. Ich bin vor zwei Tagen recht müde, kaputt und so aufgewacht. Weiß nicht, was ich abgeholt habe, aber die Heizung war irgendwie kaputt. Zu fest geheizt. Das habe ich in den Livestreams auch manchmal noch gesagt. Und ja, ich konnte damit einfach nicht aufnehmen, weil ich ja noch recht viel Konzentration zum Spielen brauche. Das ist ein Spiel, das auch ein bisschen schwerer ist als manche andere Spiele. Wo man ja sowieso sehr oft auch sehr OP wird, wird man hier irgendwie nicht so. Also man muss eben sehr viel spielen, damit man überhaupt OP Ding. Also diese Exalted Item zum Beispiel muss man auch zuerst haben, um Legendary Items herzustellen. Und gute Rolls muss man ja dann auch weiter craften, dass sie noch stärker werden. Und das bekommt man halt nur, wenn man ein bisschen mehr spielt als zum Beispiel ich. Ich habe auch nicht immer so Lust, so lange dran zu bleiben, oder? Schon, aber nur in einem Livestream. Und dadurch kommst du eigentlich fast nicht vorwärts. Du kannst einfach zu wenig spielen. Jo. Aber dafür tut es auch motivieren, oder? Dass du nicht gleich das Spiel durchspielen kannst, sondern eigentlich Monate brauchst, bis Jahre. Als zum Beispiel einfach andere Livestreamer oder Profizocker, die die ganze Zeit spielen und dadurch eigentlich ein paar Tagen fertig sind oder so. Hat man einfach viel mehr Spaß. So eine Riesenfreude drüber. Ja, leider ist der Entwickler ein bisschen schlecht in der Qualitätssicherung. Er macht einfach so komische Patches rein, die alles kaputt machen. Wie zum Beispiel einfach die Echos jetzt momentan. Tja, aber das schmälert den Spielspaß eigentlich kaum. Man wartet einfach wieder, bis alles geht. Macht währenddessen alles anders lustiges Zeugs. Genau. So, ihr merkt vielleicht, dass es immer noch furztrocken. Ich habe ein bisschen Sprachprobleme im Hals, also zu trockener Hals. Sorry, dass ich jetzt das machen muss. Oder einfach, dass der Schleim ein bisschen weggeht wieder. Ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden mit Leon und mit Johannes zusammen GT Online gezockt. Und noch lange geredet vorher. Ich bin langsam ein bisschen ausgelaugt. So, jetzt haben wir 2 schwarze Löcher.
Okay. Schauen wir mal beim nächsten Gegner. Was reden die schon wieder? Ich muss einen Honig machen. Was ein Honig machen? Ein Homing machen mit 5 Bären. Die reden auch über schwarzes Loch. Ich weiß es nicht. Die schreiben manchmal so sehr lange Sätze oder Themen. Da ist man natürlich nicht von Anfang an drin. So, jetzt. Das ist aber immer noch eins. Das sind verschiedene, also ein rotes und ein blaues, also Eis und Feuer. Dann irgendwie so. Was cool ist, wieder ein blaues. Ja, und wo ist das rote? Keine Ahnung. Ja, gut. Ist wieder keine Quest drin. Ah, hier ist aber das Quest-Symbol. Also auf der Minimap ist es nicht zu sehen gewesen. Oh, glücklich, dass ich nicht unnötig Zeit verbracht habe. Sehr gut. Vielleicht geht es jetzt einfach nicht weiter, wenn wir das gemacht haben. Aber ja, Echos sind kaputt. Dankeschön, liebe Entwickler, dass ihr so schlecht entwickelt. Ja, es geht nicht. Quest ist also auch kaputt. Na gut, habe ich zu spät gesehen. Wenn man halt nicht schaut, wenn man halt sich konzentriert aufs Reden. Also wir können genauso gut raus wieder. Vielleicht finden wir eins, das wirklich geht. Vielleicht können wir auch nicht machen, weil wir das nicht abgeschossen haben. Ich gehe einfach hier hin. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist mit den Crit-Chancen. Ah, es ist eine Arena oder so. Ja, es ist auch keine Quest. Okay, wir können hier nicht weitermachen. Aber damit ihr das ein bisschen gesehen habt. Völlig kaputt. Die haben das ganze Spiel zerstört. Ja, was macht man jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ich habe überall keine Quest. Weil ich eigentlich gleich wieder... Nein, wenn ich hier reingehe, ist die Quest auch nicht da. Tja, was machen wir? Den anderen Kakus erspielen? Ach, blade Bildschirm schon wieder so lang. Das Spiel nervt. Also. Gehen wir mal zurück in die Lobby. So, ich habe den Multi noch, genau. Den Mr. Multi. Der ist natürlich noch nicht so weit, Level 22, aber der kann mega schnell vorwärts kommen, weil die Waffen so hidden OP sind am Anfang. Können wir noch ein bisschen Spaß haben. Aber scheinbar je nach Echo, also ich weiß nicht, was die anderen Spieler jetzt gerade machen. Höher liegende Echos. Das ist vielleicht noch am Anfang ein paar Echos. Also überall. Random nicht gehen, oder? Aber das möchte ich jetzt in dem Let's Play auch nicht herausfinden, wo sie gehen und wo nicht. Es ist einfach sehr nervig. Ja, wenn die Entwickler einfach Bugs einfügen. Das kann man dann machen. Nix, oder? Bienen! Oh, ich habe Bienen! Schliepe Bienen! So, lauf doch mal ein bisschen. Nichts zu tun. Also, was ich machen muss, ist mit Multistrike angreifen oder auch selber mit Schmiedeschlag angreifen und die Waffen werden beschworen. Weil, wenn man 5 Stacks oder 4 Stacks hat, glaube ich, je nachdem, ja, tut man automatisch diesen Schmiedeschlag auch noch auslösen. Ich sage gerade mal 4, 5, ja, mit 5 Stacks, gut. Ja, und dann werden meistens 2, 3 Waffen geboren. So, also mehr. Und eine einzige Axt, okay. Mit 22%iger Wahrscheinlichkeit kann man so eine Axt auch beschwören. Gut.
Jo, und der Build, das hältst du von ein paar Unix und ein paar Excited Items, die auf Schmiedeschlag mehr Skillpunkte setzt. Und dadurch werden sie zäh, auch mit dem Ring, den ich hier drin habe, hier rechts. Blutige Bänder, genau. Kann man auch noch ein bisschen defensiver machen. Dadurch kann man viel Minion-Schaden machen. Auf die Items packen. Und keine Minion-HP. Plus noch der Helm. Den ich jetzt gerade noch nicht dabei habe. Wird das so ein gutes Rundum-Paket für ja, zum Farmen von Items. Deshalb habe ich den Bild auch genutzt, also gemacht. Ich habe mehrere schon gemacht mit Forged Weapons, aber die waren immer so, dass man halt einfach ständig diese Waffen neu beschwören musste. Das einfach down ging. Und durch Multistrike kann man auch mit Smite angreifen und Smite heilt dann die Minions. Und deshalb sind die viel zäher danach, stimmt. Also hoffentlich am besten. Also die letzten Forge Strike Builds mit jetzt muss ich gerade wissen, wie das heißt. Ja, einfach mit dem Wirbelwind. Ich will gleich mal kurz schauen, wie das heißt. Kriegspfad, genau. So, Builds machen wirklich unglaublich Spaß, weil sie erstens mal ein bisschen OP sind, man kommt schneller vorwärts, bis man dann irgendwann mal struggelt, klar. Aber es dauert nicht so lange, man kann sie ausprobieren, ob sie bei einem ist, oder? Und man hat einfach nie Probleme, irgendwelche Items zu finden oder zu. Ja, dann zu equippen, oder? Und sie rechtzeitig gesehen werden. Dadurch kann man einfach ein Bild kurz anschauen, muss ihn nicht lange spielen. Aber es hat so Builds wie ja, der Meteor und Schwarzes Loch Mage, abhängig von ein paar Items, die man nicht hat, oder? Das ist halt immer so. Manche Items sind so selten, dass man sie einfach nicht hat, wenn man nicht genügend spielen kann. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, der Entwickler will halt, dass man irgendwie, weiß nicht, 5 Stunden pro Tag spielt. Sonst einfach gar nicht gerade so viel Lust hat, immer weiterzumachen. Wenn man natürlich schon lange den Charakter hat und irgendwann an einem Punkt ist, wo man einfach nicht mehr so viel leveln kann und Items suchen kann, dass man struggelt. Und dann spielt man den nächsten Bild. Gift, wie sich dann. Ja, kommt, ich denke. So. Deshalb einfach Bild spielen, solange ihr vorwärts kommt. Und dann könnt ihr eine Pause machen. Könnt ihr ein Bild auch noch equipped lassen. Und wenn ihr das Item habt, dann macht ihr einfach die Builds dann wieder weiter. Das ist die beste Methode. Und macht zum Beispiel auch Livestreams oder mit anderen zusammen spielen, dann nicht langweilig. Oder auch Videos natürlich. Aber ich sehe viele andere Let's Player, die den ganze Zeit die ganzen gleichen Build spielen. Und das ist für mich vor allem sehr langweilig. Oder wenn man einfach sieht, ja, der ist immer noch erst in Kampagne-Mission, also in der Kampagne Akt 5, oder? Genau, Angriffschamber, sehr gut. Sind wir eigentlich fertig mit Multischuss unten links? Jetzt vorher gerade, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ah, wir sind ja hier hoch. Wir müssen ja zuerst hier hochgehen. Okay, stimmt. Weiß ich gar nicht mal so sehr, weil ich das ja nach, also einem Tag nach dem Livestream gemacht habe. Also vorgestern. Und seitdem nicht mehr gespielt habe. Ja. Jetzt kommt auch der Große. Zeig dich, du Großer. Komm, wir machen hier unten einen Kohle machen.
paar mehr Waffen. Und dann zerstückeln wir ihn. 1000 Teile. Der Schwertarmee. Oh. Vom Amboss-Wächter. Der Wächter wird zum Amboss-Wächter. Er trägt einfach noch einen Amboss im Namen und das war's. Ist jetzt nicht gerade so motivierend, ihn zu spielen. Er ist sehr stark. Das Charakterbild wird sowas von unterschätzt. Ja, die meisten Builds sind einfach so squishy von ihm. Deshalb lieber da so einen machen, wo man sich ständig auch heilen kann. Ich suche ja immer noch die Smite-Chance nach Wurfwaffengebrauch Götzen. Und das kann ich natürlich nicht gerade mit einem Beet machen, wo es so schwer ist, dann im Endgame überhaupt zu überleben. Oder vorwärts zu kommen, ohne die richtigen Items. Also ich muss sagen, das Endgame ist einfach zu Item abhängig. Das müssen sie ein bisschen lockern. Man kann nicht ständig irgendwie so mega lange auf ein Item sparen, also farmen und dann merkt nach, der Beet ist auch nicht für uns und oh. Die Dauer muss hoch. Und dann müssen wir eigentlich noch die Betriebsarm. Also wir müssen es machen, dass er vom Himmel fällt. Also am Boss-Schlag, glaube ich, heißt es. Da unten. Einfach am Boss. Am Boss-Hieb heißt es, genau. So ein Schmiedeschlag. Sondern mit dem Hammer greifen wir mit dem Amboss. Wieso nicht? Also, das wirkt irgendwie so motivierend. Ja, sieht eigentlich ja, wie ein Hammer aus noch, ja. Ist aber doch auch gewaltig. Und der Item fehlt es wieder nicht gut. Ich will doch ein paar Änderungen sehen von den Items, die ich immer alle markieren müssen. Mit der Maus anschauen müssen. Ja. Also wenn jemand mal ein bisschen Itemfilter erstellen könnte für mich, das wäre cool. Die wirklich aufwendig sind, die man einfach sehr gut spielen kann. Könnte sie nun natürlich mit dem Aufnehmen auch bewerben. Und das Beste ist, ich bin sehr genügend. Ich muss jetzt nicht hier schauen, wo die Explosionen hinkommen. Also hier. Sind wir sehr viele Sorcerer am Reden. Ich bin ja vorher auch Sorcerer gerade am Spielen gewesen. Und ich habe nie Fragen oder ich muss nie irgendwie etwas schreiben über den Sorcerer. Weil für mich ist Sorcerer eine der bekanntesten Klassen. Was in jedem Spiel bleibt er irgendwie fast gleich. Ich weiß einfach, wie es geht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich etwas nicht weiß, es selber rauszufinden. Und trotzdem, es gibt halt viele Leute, die irgendwie gar nicht mehr so viel Hack and Slay spielen oder erst beginnen. Sehr viele Fragen haben. Und einfach sehr gerne die Klasse haben. Ich kann mir jetzt das wahrscheinlich noch von Diablo 2 vorstellen, Sorcerers zu spielen, um schnell farmen zu können oder so. Boss Rushes zu machen. Aber in einem modernen Spiel wie Last Epoch muss jetzt der Sorcerer nicht unbedingt so stark und wendig sein und alles. Damit die Leute ihn gut finden, sondern es soll speziell sein. Und das ist irgendwie belastet doch gar nicht mal so sehr. Mir gefällt einfach das schwarze Loch und vulkanische Kugel, aber das ist ja eigentlich noch vom. So, vom. Ja. Sag schon die Namen. Vom normalen halt. Magier wahrscheinlich. Aber ich bin ja sowieso Druiden-Player. Ich würde eigentlich, wenn jetzt der Druide auch noch mehr Auswahl hätte, also ich würde immer Druiden-Beats machen. Also einfach ausprobieren meistens. Natürlich nicht immer spielen, das wäre langweilig. Und für euch zum Zuschauen. Aber einfach als Kenner würde ich wahrscheinlich einfach der Druide sein.
Und ich kenne ein paar, die sind Sentinel, also die haben beim Sentinel wahrscheinlich Paladin meistens genommen. Oder sind Marksmen. Das finde ich so cool, oder? Wir können uns immer ein bisschen absprechen. Übrigens habe ich sehr viele, also ich bin sehr aktiv manchmal im Chat. Natürlich nicht in den Aufnahmen, nicht im Livestream, aber dann einfach, wenn ich manchmal einfach ein bisschen AFK bin, also halt Videos hochlade oder gerade etwas esse oder so, dann schreibe ich einfach die ganze Zeit. Was, wenn die Leute toll, dass ich wenigstens da bin, der ein bisschen Ahnung hat, sind nicht mehr so viele am helfen. Die meisten, die irgendwie ja das Spiel kennen, besser als Noobs, die sind nicht mehr so aktiv, oder? Es sind sehr viele Noobs aktiv, weil das Spiel natürlich noch gut auf Steam beworben wird. Und weil sie einfach jetzt gerade auch nicht so viel zu tun haben. Welches Spiel hat denn schon genug zu tun? Es sind momentan so wenig Patches oder neue Spiele rausgekommen, die wirklich lange spielbar sind. Es muss langsam wieder ein Hack and Slay rauskommen, wie Last Epoch dann am 21. Februar, also offiziell rauskommen. Viele sind in der Beta, ja, oder viele sind einfach zu alt. Aber es muss jetzt wieder das zu spielen geben, genau jetzt. Wann muss endlich mal ein Goofy rauskommen? Aber es kommt nur Alex raus, natürlich von diesem alten Entwickler. Und Alex ist wirklich nichts für mich. Ich habe nicht gerne Jetpacks, ich habe nicht gerne moderne Waffen. Ist nichts für mich. Ich liebe solche Waffen. Schwerter und Äxte. Ja. Ich liebe die altmodischen. Also vor allem Samurai-Schwerter oder Wakizashi. Die großen japanischen Waffen. Oder auch Zweihandschwerter, das europäische. Ich mag eigentlich alles, was richtig Wumms macht. Und nicht Bumm. Wumms. Oder Schnitt. Oder Bumm. Also Armbrüste. Bing, bing. Nicht Peng. Peng ist doof. Peng ist einfach zu modern. Oder so Wurzelstäbe. Oder Waffen, die einfach selbstständige Gegner töten. Och, wie geil. Sehr schön. Jo, jetzt müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, bis das gefixt wird mit den Echos, ja. Also scheinbar ist bei mir jedes Echo verbuggt. Ich kann seitdem nichts mehr machen. Ich war sogar drinnen am Spielen, als der Patch kam. Und dann einfach das nächste Echo. Gar kein Leuchtfeuer, nichts gehabt. Konnte die nicht machen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist mir neu. Dass ein Echo nicht abschließbar ist. Flammerruf. Hammerruf. Die Schrift ist manchmal ein bisschen komisch. Dünn. Schmal und dünn und schmal. Und dünn. So, wir müssen eigentlich immer die gleichen. Bis wir jetzt nach zwei Level, glaube ich, oder so, dann ein neues bekommen. Okay. Das Geile ist auch, ich dachte, man hat Mana-Probleme. Aber schaut euch mal die Äxte an, wie die manchmal hin und her schwingen. Also die Schwerter, die schwingen sich so schräg, aber die Äxte schwingen irgendwie so im Kreis, die machen so einen Kriegspfad. Warpuff. Ja, doch, es ist eine Axt. Es ist so cool. Jetzt ist sie weg. Also, die haben sie erst kürzlich nochmals überarbeitet. Wahrscheinlich vor zwei, drei großen Patches gewesen. Ich denke, so vor einem Jahr und 2 Monaten oder so haben sie es wieder geupdatet. Ich habe, glaube ich, seitdem auch nicht mehr so diese Waffen gespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass sie rot waren, aber so brennend rot waren sie, glaube ich, nicht. Also optisch wenigstens haben sie es nochmals in diesem Jahr nochmals geupdatet, wahrscheinlich.
Jo, spielt sich sehr, sehr schön. Entspannt auch. Volle Bild. Jetzt muss ich noch nicht vergessen, auch noch umzustellen. Ich muss jetzt zwei Builds reinposten in die Videobeschreibung. Wenn ihr den richtigen Build auch habt. Vom schwarzen Lochmagier, also Sorcerer, Zauberer heißt auf Deutsch. Und diesem hier, Amboss. Amboss-Wächter. Amboss-Schlag, Amboss-Wächter. wie das einfach so schön zum Aussprechen ist. Genau, und die Waffen hat man eigentlich immer sofort dann wieder da. Jetzt noch nicht, jetzt sind wir noch ein bisschen zu langsam. Wir brauchen eben Smythe noch. Das haben wir wahrscheinlich im nächsten Multi-Strike-Level. Mehrfachschlag, glaube ich, auf Deutsch, gell? Können wir gleich mal schauen. Ja. Ja, ist gut, wenn man also einfach frei aus dem englischen Ding aussprechen kann, alles ja, nachschauen zu müssen und so. Sieht auch cool aus, also die Äxte. Die sind cool. Die Schwerter, ja, sind auch cool natürlich. Aber ein bisschen schlecht. Die Äxte sind doch ein bisschen krasser. Und jetzt sind sie weg. Gut. Jo, ich mache noch ein bisschen länger, wenn wir den Boss noch sehen. Jetzt kann ich nicht so viel auf hochladen. Meine Stimme ist ja immer weg, wieder weg. Also wer eigentlich das erfunden hat, dass man eine über 20 Grad haben muss, der spielt doch. Das kann ich sowas von nicht leiden. Ich brauche 18 Grad und nicht mehr. Aber vor allem ältere Frauen und so, die werden immer wie empfindlicher. Irgendwann mal müssen die irgendwo im Solarium sein, damit sie überhaupt genug heiß haben. Es geht halt nicht so, oder? Ein bisschen frieren muss man. Das ist einfach ja, für die Abhärtung, das ist mir wichtig. Das macht so alte ultra-trockene Luft. Heizungen sind nicht gut für den Hals, für die Lunge. Aber ihr seht's. Okay, dann muss ich unbedingt hier den Ambusschlag kriegen. Was mich ein bisschen neckt an diesem Bild, sie machen immer so komischen Lärm, wenn sie sterben. Ich meine, immer wieder, es kommt irgendwie ein Gegner und schlägt auf uns rein oder so. Es lenkt ein bisschen zu viel ab. Naja. Aber auch ich brauche einfach manchmal ein bisschen Pause. Also ich kann nicht ständig da die Geräusche hören. Kann ich immer die ganze Zeit das Level immer wieder durchmachen oder die Kampagne auch ja mehrere Akte durchspielen. Ich mache immer wieder kurze Pause, wenn ich jetzt nicht livestreame oder Let's Play. Bin einfach einer, der doch sehr viel wahrnimmt. Und auch sehr, sehr gesund lebt und sich immer am PC bleibt. Ist jetzt gerade der Filter rausgeflogen? Nein, ich habe einfach nur die Dinger nicht eingestellt. Hey, ich habe kein Filter mehr. Aber jetzt droppen plötzlich dann die weißen Items her. Okay, wenigstens habe ich ihn nie wieder gefunden. Also scheinbar hat der Patch einfach alles rausgeworfen. Sagt so, ja, ich bin nicht fertig. Hallo, Drago. Du musst jetzt alles wieder einstellen. Und ja, manchmal bin ich nicht gerade so derjenige, der sehr viel nachdenkt. Sehr viel checkt. Muss ein bisschen warten bei mir. Ja, genau, 5 muss ich hier rein investieren. Also vor allem Last Epoch ist sehr ablenkend. Da hat man immer so das Gefühl, man merkt irgendwas nicht. Man setzt zum Beispiel einen Skill nicht ein oder so.
Also die meisten Bits sind ja so, bei Bossen werden zum Beispiel 3 und 4 auch noch benutzt. Aber boah, diese vielen. Aber bei so zwischendurch bei kleinen Gegnern, die so schnell down sind, muss man zum Beispiel sich nicht buffen oder sonst irgendwas machen. Und deshalb denkt man immer viel nach, wenn dann wieder ein Zerg-Boss da ist oder so. Und das geht halt schon ein bisschen auf die Qualität eines Speichers dann drauf. Wow, 4 Stück auf einen Schlag. Und vor allem der Schaden von Amboss-Schlag und Schmiedeschlag ist ja Wahnsinn. Ich finde diese Blumen hier so süß. Ja, ich sollte auch noch dieses Minecraft-Schönbau-Let's Play weitermachen. Hat zwar nicht gut Zuschauer, aber vor allem mir macht es mega viel Spaß. Und im Livestream merke ich, bin ich manchmal ein bisschen zu müde. Kann ich nicht so viel bauen. Muss es also mehrheitlich in den Parts machen. Und zum Livestream ist halt Minecraft schon relativ schlecht. Es schauen nicht so viele Zuschauer auch zu, natürlich. Es ist einfach kein Hype mehr da. Jetzt kann man dann schon bald eigentlich die Dinge spielen, die Patch 1.21, glaube ich. Ja. Snapshots. Ich glaube, es geht schon, aber sie haben es irgendwie geändert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man reinkommt. Ah, einfach Entwicklerversion, genau im Launcher. Weil es bei der Windows 10 Version anders war, und da habe ich mich einfach kurz damit befasst. Naja, ja, weil es ja ein bisschen abgestürzt ist manchmal. Und ja, deshalb weiß ich gar nicht mehr so genau weiß, wie man es macht. Wir haben es schon länger nicht mehr gemacht. Ja, heute hatte ich weniger Zeit. Wir wollten eigentlich ein GTA Online-Livestream machen mit, also ich und zwei anderen. Einer ist der Moderator Leon. Und dann ist der Johannes, sein guter Kollege und auch mein guter Kollege. Ich kenne ihn einfach nicht so viel. Also sehr oft sehe ich ihn nicht immer. Und jo, natürlich vielleicht mit anderen Zuschauern. Aber die müssen immer so früh ins Bett. Das sind die armen Schüler. Sind halt noch viele jünger. Also ja, sind schon ältere Schüler natürlich. Fast 15 Jahre. Aber dennoch, man kommt einfach nicht dazu, weil das Livestream-Einstellen natürlich noch ein bisschen Zeit kostet. Dann einfach die Sachen, die man machen kann, sehr begrenzt sind online. Und mein Rollenspiel selber hat immer noch nicht geht. Immer noch nicht richtig bezahlt ist und alles. Da brauchen wir noch ein paar Mods, müssen wir noch ein bisschen mehr zahlen. Ja. Ich hoffe, morgen kommt der Brief fürs E-Banking, da brauche ich einen Authenticator-Code. Und ja, die schicken mir den Brief einfach nicht. Sonst gehe ich wirklich mal zur Bank und mache mal Kritik. Schlechte Kantonalbank. So, der wird jetzt schnell down sein. Okay, nicht mal so lang, 35 Minuten ungefähr. Hallo. Oh, der bekommt die fetten Ex. Jetzt genau, jetzt ist wieder dieser Rundumschlag. So geil. Du bist auch verdammt, ja. Also ich finde den Boss sehr entspannend. Es dauert einfach ein bisschen länger. Nicht so fetten Damage. Aber er ist im Aufbau. 14? Benutze ich gleich mal. Ich brauche die Bienen gar nicht mehr. Die Bienen sind einfach zu schwach. Sie tun nicht so Gegner ablenken wie die Schwerter. Also Bienen können sie buffen, das ist klar. Aber das Unique
Behave, das könnten sie ein bisschen nerven für einfach Endgame. Wenn du genügend Geschick, genügend Einstimmung hast, dann sind die Bienen wahrscheinlich heftig stark. Schaffen wir nur noch nicht, wenn die noch nicht so weit sind. Auf dem Bild spiele ich sicher dann weiter, wenn er nicht genervt wird. Aber ich wette, der wird sogar noch genervt. Da spielen nicht viele Leute, eigentlich fast gar keine. Also ich sage, Smite wird genervt, der Runenmeister überall wird genervt. Paladin wird auf jeden Fall genervt. Und ich wette, der Falconier wird sehr, sehr stark sein. Der Falconer auf Deutsch. Der wird heftigst OP sein. Diese Fallen, die er legen kann, werden wahrscheinlich die Gegner heftigsten Schaden zufügen. Und auch der Falke wird vielleicht gar nicht mal so viel Single-Target-Schaden machen, aber vor allem AOE oder er wird sicher mit Federn oder so werfen können. Er ist vor allem ganz anders als der, also die Altkrähe oder wie sie heißt. Krähen beschwören. Der Krähensturm ist wohl der starke. So, ich mache hier weiter und währenddessen lade ich das Video hoch direkt. Es kommt irgendwann in der Nacht. Ja. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit den Spielen eurer Wahl. Oder beim Zugucken von anderen Sachen. Egal wen, egal wo. Einen schönen Abend. Tschüss.